von Rüdiger Lukassen, AfD-Fraktion, verteidigungspolitischer Sprecher. Abgeordnete, 44,9 Milliarden Euro. So viel Geld für Verteidigung wie noch nie. Und jetzt? Die CDU nimmt diese Summe als Beleg, dass sie die Bundeswehr wieder einsatzbereit machen will. 44,9 Milliarden Euro. Diese Zahl zeigt vor allem eines. Sie zeigt, wie groß der Schaden ist, den Union und SPD der Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten zugefügt haben. Denn trotz dieses hohen Betrages hat Deutschland eine Armee, die ihren Auftrag, die Landes- und Bündnisverteidigung, nicht erfüllen kann. Meine Damen und Herren von der CDU, wer ist aus Ihrer Sicht für diesen Schaden verantwortlich? Die Soldaten sicherlich nicht. Da werden Sie mir zustimmen. Sie dienen treu und folgen Ihrem Eid. Der Kommandeur eines Panzergrenadierbataillons kann nur dann einen schlagkräftigen Verband führen, wenn er alle Schützenpanzer hat, die ihm gemäß Soll zustehen. Das ist in keinem Bataillon der Bundeswehr der Fall. Trägt die wehrtechnische Industrie Schuld am desolaten Zustand der Truppe? Nein. Denn wenn ein Panzerbauer eine rechtzeitige Auftragserteilung und ausreichende Exportgarantien hat, also Planungssicherheit, dann baut er Panzer. In Ihrer Erklärungsnot schieben einzelne von Ihnen gern die Schuld auf Ex-Minister Jung, Gutenberg, de Maizière und einer, ich glaube, jemand von der SPD, nannte auch den Namen von der Leyen, um das Desaster zu erklären. Aber, meine Damen und Herren, Sie alle hängen damit drin. Und Sie haben zu jeder Zeit und unter jedem Ihrer Minister all das mitgetragen und so die Bundeswehr zerstört. Ich will Ihnen die Dimension Ihres Versagens einmal verdeutlichen. Die israelischen Streitkräfte haben 170.000 Soldaten, ungefähr so viel wie die Bundeswehr. Die Anzahl der Schiffe, U-Boote und Flugzeuge ist auch ungefähr gleich. Bei der Zahl der Kampf- und Schützenpanzer liegt Israel sogar deutlich vorne. Israel hat 2.760, Deutschland gerade einmal 900. Jedenfalls auf dem Papier, nicht in den Kasernen. Die israelischen Streitkräfte gelten als die schlagkräftigsten im gesamten Nahen Osten. Das müssen sie auch sein, denn die Existenz des Staates hängt davon ab. Der Verteidigungsetat Israels hingegen liegt bei 14,5 Milliarden Euro. Das ist gerade mal ein Drittel vom Deutschen. Die Frage lautet also, wie schafft es diese Bundesregierung, dreimal so viel Geld auszugeben wie das kleine Israel und damit ein so beschämendes Erzeugnis der deutschen Verteidigungspolitik vorzulegen. Das haben Sie nicht richtig verstanden. Das ist aber schwer. Die Bundesregierung geht außerordentlich schlecht mit dem Verteidigungsetat um. In der heutigen Ausgabe der Welt konnten wir wieder lesen, wie schlecht die Bundeswehr, die bundeseigene BW Bekleidungsmanagement GmbH, hat offenbar einen satten Millionenbetrag in den Sand gesetzt, weil sie in ein IT-Konzept bestellt hat, ohne zu wissen, wofür. Steuergeld, nicht Ihr Geld, das Geld der Bürger unseres Landes. Und die CDU-Fraktion will ausgerechnet mit dieser unfähigen Staats-GmbH neue Ausgehuniformen beschaffen, entworfen von Designern und Historikern. Ehrlich gesagt, mir graut es vor dem Ergebnis. Aber noch wesentlich schlimmer ist, mitten in der schwersten Krise, die die Bundeswehr je durchlebt hat, beschäftigt sich die Union mit Ausgehbekleidung. Im CDU-geführten BMVG geht es zu wie im Tollhaus. Meine Damen,
Meine Damen und Herren, die Regierung hat das Fundament der Bundeswehr zerstört. Das Großgerät ist weitgehend verbraucht. Die Ersatzteillager wurden geplündert. Liegenschaften wurden zu Spottpreisen verschleudert, Kernbereiche des Militärs privatisiert und dann teuer wieder zurückgekauft. Die Munitionsdepots wurden leergeschossen, keiner hat sie wieder aufgefüllt. Und die großen Beschaffungsvorhaben wurden so lange verzögert, dass heute riesige Fähigkeitslücken drohen oder sie sind sogar bereits schon vorhanden. Das ist die Bilanz der schwarz-roten Verteidigungspolitik. Und deswegen brauchen wir heute große Steigerungsraten beim Verteidigungsetat. Nicht wegen der 2%-Vereinbarung, sondern um den enormen Schaden zu reparieren, den die Regierung angerichtet hat. Das ist Reparaturgeld, um den Motorschaden zu beheben, weil Sie die letzten Jahrzehnte keine Inspektionen durchgeführt haben. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine sicherheitspolitische Strategie für Deutschland. Wir brauchen einen mehr militärpolitischen Aufbauplan für die Bundeswehr. Zum Beispiel kürzere Innovationszyklen und damit kürzere Nutzungszeiten von Großgerät. Einen Führungsanspruch bei internationalen Projekten und eine realistische Analyse der demografischen Gegebenheiten. Diesem Anspruch wird Ihr Haushalt in keiner Weise gerecht. Danke. So, die Position von Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, der sich um einige Einzelposten in diesem Etat gekümmert hat. Zum Beispiel wird es für militärische Beschaffungen sind 6,85 Milliarden Euro vorgesehen. Jetzt Fritz Felgentreu für die SPD-Sprecher für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Semper Thales, das Motto des Wachbataillons, passt auch zu dem Regierungsentwurf für den Verteidigungshaushalt. Wir folgen damit zuverlässig den Linien, die seit der Rückkehr der SPD in die Regierung für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik maßgeblich sind. Zum sechsten Mal in Folge wird der Bundestag mehr Geld bereitstellen, damit die Bundeswehr ihre Aufgaben bei Einsätzen und in der Bündnis- und Landesverteidigung erfüllen kann und damit sie auf zukünftige Herausforderungen gut vorbereitet ist. Nachdem wir im laufenden Haushaltsjahr den Verteidigungshaushalt mit einer so noch nie dagewesenen Anstrengung um 4,7 Milliarden Euro erhöht haben, werden wir im kommenden Jahr eine weitere Steigerung um 1,7 Milliarden Euro erreichen. Die Koalition stellt sich mit großer Ernsthaftigkeit und Stetigkeit der Herausforderung, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr in der gesamten Breite ihres Auftrags wiederherzustellen. Dass das auch notwendig ist, bedarf immer wieder der Begründung. Denn ich verstehe alle, denen es keinen Spaß macht, mehr Geld für Panzer, Kriegsschiffe und Raketen auszugeben. Jeder Euro, der in Verteidigung fließt, steht für Bildung, Umwelt oder soziale Staatsaufgaben eben nicht zur Verfügung. Aber, meine Damen und Herren, wir leben in einer Welt, in der schon immer militärische Gewalt eingesetzt worden ist, um politische Interessen durchzusetzen. Auch heute geschieht das. Auch auf unserem Kontinent. Es ist ein in unserer Geschichte einmaliges Glück, dass wir Deutschen seit nunmehr fast 75 Jahren im Frieden leben. Und es sollte uns mit Staunen erfüllen, dass wir überzeugt sind, wir können diesen Frieden mit einer Armee bewahren, die aus nicht einmal 200.000 Soldatinnen und Soldaten besteht. Dieses Glück ist nicht vom Himmel gefallen. Es ist das Ergebnis harter, kontinuierlicher Arbeit. Wir verdanken es zum einen der Europäischen Union. Durch sie ist es gelungen, den alten Grundsatz der Geopolitik zu überwinden, der lautet: Mein Nachbar ist mein Feind, der Nachbar meines Nachbarn ist mein Verbündeter. Das Misstrauen, das sich in diesem Grundsatz ausdrückt, hat sich in Vertrauen auf gute Nachbarschaft gewandelt. Und wir verdanken es zum anderen der NATO. Durch sie können die Länder Europas, obwohl sie alle nur kleine Armeen unterhalten, dennoch ihre Wehrhaftigkeit nach außen garantieren. Die NATO ist das erfolgreichste Verteidigungsbündnis, das es je gegeben hat. Kein anderer Staat greift ein NATO-Land an.
In einer Welt, in der militärische Gewalt ein Mittel der Politik geblieben ist, ist die Fähigkeit zu glaubwürdiger Abschreckung ein Wert an sich. Aber weder die NATO noch die Europäische Union sind unerschütterlich. Was sie leisten, muss verteidigt, debattiert, erklärt und weiterentwickelt werden. Ihr Erfolg ist kein Naturgesetz. Das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union steht unmittelbar bevor. Das wird sie schwächen. Die gegenwärtige amerikanische Regierung stellt den Zusammenhalt der NATO infrage. Umso wichtiger ist es, dass wir Europäer uns entschieden haben, unsere Zusammenarbeit auch auf dem Gebiet von Sicherheit, Rüstung und Verteidigung zu vertiefen. Fortschritt hin zu einer gemeinsam getragenen europäischen Sicherheit ist nicht nur möglich. Wir gestalten ihn. Nicht um die NATO zu ersetzen, sondern um sie zu ergänzen. Und deshalb, meine Damen und Herren, muss die Bundeswehr in die Lage versetzt werden, ihren Auftrag in vollem Umfang zu erfüllen. Dazu gehören die Auslandseinsätze, die dieses Haus immer wieder mandatiert. Dazu gehören die Verpflichtungen im Rahmen der NATO, zum Beispiel das NATO-Bataillon in Litauen, das neue Logistikkommando in Ulm oder die NATO-Speerspitze, eine Brigade, die binnen 5 Tagen an jeden Brennpunkt in Europa verlegbar sein muss. Und dazu gehören in wachsendem Umfang die gemeinsamen Projekte der Europäischen Union. All das kostet Geld. Für die SPD ist deshalb klar, wenn wir unsere Sicherheit auf eine so kleine Armee stützen, dann muss diese kleine Armee wenigstens voll ausgestattet sein. Wir haben ein 100%-Ziel, ein 100%-Ziel bei Personal, Waffen und Ausrüstung. Gute Ausrüstung, die in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht, ist auch entscheidend dafür, dass Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst als sinnvoll erleben. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, von diesem Ziel sind wir auch im 7. Jahr der Großen Koalition immer noch zu weit entfernt. Hinzu kommt, an vielen Standorten ist die Infrastruktur marode. Auf meiner Sommerreise habe ich übrigens ausschließlich in den alten Bundesländern Kasernen gesehen, deren Bausubstanz seit über 50 Jahren nicht mehr grundsaniert worden ist. Unabweisbar notwendige Baumaßnahmen verzögern sich, unter anderem, weil personell unterbesetzte Landesbauämter andere Prioritäten haben als die Bedürfnisse der Bundeswehr. Der Deutsche Bundestag hat seine Hausaufgaben gemacht. Jetzt erwarten wir auch Ergebnisse. Die Bundeswehr muss ihre Infrastruktur weiter modernisieren, und zwar schnell und effektiv. Ausrüstung und Waffen müssen schneller beschafft werden. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, dass wir schneller werden wollen, indem wir auf langwierige Ausschreibungen verzichten, wo das europäische Recht das zulässt. Liebe Frau Ministerin, bitte machen Sie Druck auf Ihren Kollegen Peter Altmaier, damit das Wirtschaftsministerium dazu endlich etwas vorlegt. Im Unterschied zur AfD, wie wir eben gehört haben, schämen wir uns nicht für die Bundeswehr. Wir sind stolz auf Sie und auf das, was die Soldatinnen und Soldaten und die zivilen Mitarbeiter leisten. Aber Sie alle brauchen sichtbaren Fortschritt. Eine letzte Anmerkung. Mit dem Haushalt 2020 steigt die sogenannte NATO-Quote auf 1,37% der Wirtschaftsleistung. Auch hier sind wir auf einem guten Weg. Worauf es aber ankommt, ist die Vollausstattung der Bundeswehr. Und die erreichen wir nur, wenn wir auch in Zukunft den Wachstumskurs fortsetzen. Danke Ihnen. Der Sprecher für Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Fritz Felgentreu von der SPD-Fraktion, hier sozusagen noch in der recht jungen Debatte um den Einzelplan 14 der Verteidigung als nächster Redner hier angekündigt. Carsten Klein für die FDP sitzt er im Haushaltsausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem sehr geehrte Frau Bundesverteidigungsministerin, heute startet ja Ihr Job so richtig mit der Einbringung des Etats. Also jetzt geht es wirklich ums Eingemachte. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit noch mal nutzen, um Ihnen eine gute Zusammenarbeit anzubieten. Sicher eine konstruktiv-kritische, so wie das für uns Liberale
ja ein roter Faden ist, aber vor allem auch eine unvoreingenommene. Wir werden sie nicht daran messen, was jetzt viele geschrieben haben, sondern daran, wie Sie dieser Zusammenarbeit, in welcher Art und Weise Sie diese Zusammenarbeit führen werden und vor allem an Ihren Taten. Denn ergebnisoffen stellen wir uns diese Zusammenarbeit natürlich nicht vor. Wir haben klare Erwartungen an Sie als Verteidigungsministerin. Und die erste Erwartung, und da werfe ich einen Blick auf die Einnahmenseite, ist natürlich im Hinblick auf die NATO-Quote. Die Kanzlerin, heute hat sie es noch mal wiederholt, ihre Vorgängerin, aber auch Sie selbst haben den Partnern versprochen, dass wir 1,5% unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Und für uns Freie Demokraten ist klar, die Bundeswehr, aber vor allem unsere Sicherheit macht es zwingend erforderlich, dass wir kontinuierlich einen Aufwuchs bei den Verteidigungsausgaben vollziehen müssen. Aber Frau Ministerin, Sie müssen Ihren Ankündigungen auch endlich Taten folgen lassen. Und wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, die Realität, dann ist das leider andersrum. Zwar steigen die Ausgaben jetzt noch mal im Plan 2020 auf 1,39% des BIPs, aber in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Ende des Horizonts fällt diese Quote eben auf 1,25% ab. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie den Bürgerinnen und Bürgern, den Soldatinnen und Soldaten, aber vor allem auch unseren Partnern bei der NATO versprochen haben. Und wenn man das Ganze in Zahlen packt, reden wir je nach Wirtschaftsleistung, die man zugrunde legt, eben von einer Differenz von bis zu 10 Milliarden Euro. Das sind ja keine kleinen Beträge. Und da hilft es wenig, wenn die Kanzlerin dann den Eindruck erwecken möchte, dass die mittelfristige Finanzplanung nicht so ernst zu nehmen wäre. Ihr Haus zeigt, dass die Wahrheit anders liegt. Gerade die großen Rüstungsprojekte brauchen eine langfristige, solide, nachhaltige Finanzierung. Und deshalb brauchen wir eine Planung, eine nachhaltige Planung. Und wir erwarten es von Ihnen auch, Frau Ministerin, dass Sie die Wende bei der Mittelausstattung im Bereich des Verteidigungsministeriums einleiten, und zwar nachhaltig. Aber, und da komme ich zur zweiten Erwartungshaltung, diese Mittelausstattung an sich ist ja kein Selbstzweck, sondern die hilft ja nur, wenn die Mittel oder besser noch das Material nachher auch bei der Truppe, bei den Soldatinnen und Soldaten ankommt. Und deshalb ist die zweite Erwartung ganz klar. Wir möchten, dass Sie das Beschaffungswesen der Bundeswehr wieder auf Zack bringen. Fregatte 125, über Jahre verspätet, dann ist kein Ausbildungszentrum vorhanden. Der Puma kann nur bei der Ausbildung eingesetzt werden, aber nicht bei Übungen und Einsätzen. Hubschrauber von unseren 53 Tigern war im letzten Jahr im Durchschnitt nur 11,6 einsatzbereit. Allein diese kurze Aufzählung, die ich noch lange fortführen konnte, zeigt, welche großen Probleme und welchen Herausforderungen Sie gegenüberstehen im Bereich auch des Beschaffungswesens. Und die Reaktionen aus Ihrem Haus sind bisher leider in die falsche Richtung. Ab diesem Jahr wird im Rüstungsbericht keine Auskunft mehr darüber gegeben, über die Einsatzbereitschaft der Waffensysteme. Das sind die falschen Botschaften, um mit so einem Problem umzugehen. Aber, Frau Ministerin, was wir auf gar keinen Fall akzeptieren werden als Freie Demokraten, sind Einschränkungen der parlamentarischen Kontrollrechte. Das Problem des Beschaffungswesens der Bundeswehr liegt nicht in diesem Haus, sondern in Ihrem Haus. Und dort ist es auch zu lösen. Den dritten Erwartungsbereich, den ich ansprechen möchte, ist Cyber. Sie sind darauf kurz eingegangen. Unsere Partnernationen, Frankreich, Großbritannien, die Vereinigten Staaten von Amerika, haben schon frühzeitig große Mittel zur Verfügung gestellt, um sich dieser neuen Herausforderung entgegenstellen zu können. Wir müssen da deutlich mehr machen. Wir müssen da in diesem Bereich nachziehen. Und das vor allem auch mit Blick auf Nationen, die uns nicht so freundschaftlich auf dieser Welt gesinnt sind. Und deshalb, Frau Ministerin, fordern wir Sie auf, schließen Sie diese nationale Sicherheitslücke, und zwar möglichst zeitnah. Und einen letzten Bereich, den ich ansprechen möchte, das ist die Art und Weise, wie auch in Ihrem Haus Entscheidungsprozesse und vor allem Kontrollsysteme funktionieren. Ich möchte jetzt nicht tiefgehend auf die Gorch-Fock eingehen, aber vielleicht schauen Sie sich das noch mal näher an. Heute die aktuelle Berichterstattung im Bereich des Bekleidungswesens. Das alles zusammengefasst macht noch mal deutlich, es herrscht durchaus ein Kontrollverlust in Ihrem Ministerium. Und wir erwarten, dass Sie diese Kontrolle wieder ins Haus zurückholen. Das wird eine der härtesten Aufgaben. Uns haben Sie ja bei dieser Sache an Ihrer Seite, aber Sie müssen liefern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Carsten Klein war das für die FDP-Fraktion, Mitglied im Haushaltsausschuss. Und ihm folgt jetzt hier als nächster Redner
Michael Leutert für Die Linke, ebenfalls im Haushaltsausschuss. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, zuallererst möchte ich Ihnen ganz persönlich viel Glück für das neue Amt hier wünschen. Sie wissen, Sie bewegen sich hier auf schwierigem Gelände. Für die meisten Ihrer Vorgänger oder ja Vorgänger endet die politische Karriere auf dem Stuhl, bei vielen durch Rücktritt, bei anderen war danach einfach Schluss, da ist nicht mehr viel passiert. Es gibt eigentlich nur drei Verteidigungsminister in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die dann sozusagen nochmal aufgestiegen sind. Das eine war Manfred Wirner, der ist dann NATO-Generalsekretär geworden. Das andere Helmut Schmidt, der ist irgendwann Kanzler geworden. Und Franz Josef Strauß, der ist Ministerpräsident in Bayern geworden. Das nenne ich hier, weil das ja ähnlich wie die Kanzlerschaft ist. So. Sie wollen, Ursula von der Leyen war gemessen an diesen Kriterien, Amtszeit und Aufstieg, sozusagen die erfolgreichste Verteidigungsministerin, zumindest in der Ära Merkel. Aber auch so befinden sich da in ganz gute Gesellschaften. Sie wollen ja ein ähnliches Kunststück jetzt in kurzer Zeit noch vollbringen. Und ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Jetzt müssen Sie hier allerdings erstmal einen Haushalt verantworten, der noch die Handschrift Ihrer Vorgängerin trägt. Und global kann man da Folgendes feststellen. Ihr Haus bekommt im nächsten Jahr 1,7 Milliarden Euro mehr. Das sind dann insgesamt 45 Milliarden Euro, die Sie zu verantworten haben. Und wenn die Koalition noch bis 2021 hält und sich an den Finanzplan hält, dann bedeutet das, dass die Bundeswehr in dieser Legislaturperiode 23 Milliarden Euro mehr zur Verfügung bekommen hat, gemessen an 2017. Das ist schon ein starker Schluck aus der Pulle. Und wir müssen aber feststellen, der Kollege Klein hat es gerade detailliert beschrieben, dass die Probleme ja trotzdem nicht gelöst worden sind. Wir haben immer noch das Problem, dass die Gerätschaft nicht fliegt oder nicht schwimmt oder nicht fährt. Das heißt also, es gibt ein strukturelles Problem in Ihrem Haus. Und dieses strukturelle Problem wird eben nicht gelöst, indem man immer mehr Geld obendrauf haut, sondern es muss anders gelöst werden. Und wenn ich mal darauf hinweisen darf, wir hatten gerade hier davor die Debatte zum Haushalt des Auswärtigen Amtes. Da wird um jeden Cent gefeilscht. Wenn wir nur ein Drittel Ihres Aufwuchses in die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik stecken würden, hätten wir einen wesentlich besseren und größeren außenpolitischen Effekt erzielt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Hier in diesem Raum wird darüber entschieden, in welche Auslandseinsätze sie geschickt wird. Und deshalb haben auch die Abgeordneten hier im Raum eine ganz besondere Verantwortung gegenüber den Soldatinnen und Soldaten. Und in diesem Zusammenhang möchte ich zwei Punkte ansprechen, die uns überhaupt nicht viel Geld kosten würden. Das erste sind die Militärseelsorge. Seit langem drängen wir darauf, dass es in der Bundeswehr auch Seelsorge für nichtchristliche Soldatinnen und Soldaten geben muss. Und ich habe mich gefreut, dass die Ministerin, ihre Vorgängerin, im April dieses Jahres schriftlich mitgeteilt hat, dass es ab sofort auch Militärrabbiner geben wird in der Bundeswehr und auch muslimische Seelsorge. Dafür benötigen wir allerdings auch eine finanzielle Absicherung. Das ist aber nicht erkennbar im Haushalt. Der Titel stagniert bei 1,8 Millionen und in den Erklärungen sind lediglich die evangelischen und katholischen Militärseelsorger benannt. Das zweite Problem, was ich ansprechen möchte, ist etwas schwieriger. Die Bundeswehr ist Teil unserer Gesellschaft, existiert nicht im luftleeren Raum. Und dass wir in unserer Gesellschaft seit geraumer Zeit, spätestens seit den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, wissen wir das, ein massives Problem mit Rechtsextremismus haben, wissen wir. Es ist ein Tabubruch, dass in Brandenburg offen agierende Neonazis, Faschisten in das Landesparlament gewählt worden sind. Und ich spreche den Fraktionsvorsitzenden der AfD in Brandenburg, Herrn Kalwitz, an. Dessen Vita ist so gruselig, schauen Sie sich die mal an. Ja, er ist mit NPD-Funktionären in Griechenland gewesen, dort wird die Hakenkreuzflagge gehisst. Er hat an Camps der heimattreuen Jugend, abgekürzt HJ, teilgenommen. Und im Übrigen ist er auch in der Bundeswehr aktiv gewesen von 94 bis 5. Und in dieser Zeit ist in seiner Abteilung ist der sogenannte Führergeburtstag gefeiert worden mit Reichskriegsflagge und NS-Musik. Und dieser Kommandeur ist dann entlassen worden. Der Nachfolger wollte der Sache auf den Grund gehen, der hat Morddrohungen erhalten. Das sind die Zustände, über die wir hier zum Teil auch in der Bundeswehr reden. Für mich ist die Frage, der ist 97 entlassen worden, der Kommandeur,
warum eigentlich der Herr Kalbitz bis 2005 noch in der Bundeswehr dienen konnte. Das ist für mich zum Beispiel eine große Frage. Die Fakten sind so gewesen. Und ich sage Ihnen im Übrigen, es gibt seit der letzten Landtagswahl viele Menschen jüdischen Glaubens, die derzeit Angst haben und überlegen, ob sie unserem Land den Rücken kehren. Und mich würde mal interessieren, was Sie diesen Menschen sagen, wenn Sie so einen Menschen wie den Kalbitz aufstellen, damit er gewählt werden kann. Ja, nichts. Das habe ich mir schon gedacht, dass Sie der nicht sagen können. Wer schweigt, stimmt zu. Ich sage dem Menschen aber, bleibt hier. Wir schaffen es gemeinsam, dass Sie wieder in der Versenkung verschwinden werden. Ja, ja. Sie müssen jetzt zum Schluss kommen, Herr Kollege. Der Staatssekretär Hofer hat derzeit einen Brief geschrieben. Da sind die Zustände beschrieben. Im parlamentarischen Kontrollgremium wird darüber diskutiert. Wir müssen hier dringend und schnell handeln, insbesondere den Soldatinnen und Soldaten Schutz geben, die sich dagegen wehren. Das ist das Wichtigste, weil es kann niemand Interesse daran haben, dass Bundeswehrsoldaten im Ausland mit rechtsextremen Einstellungen das Bild Deutschlands prägen. Michael Leutert war das für Die Linke. Und ihm folgt jetzt hier in diesem Einzelplan für Verteidigung Tobias Lindner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Er ist der Sprecher für Sicherheitspolitik. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer dieser Debatte aufmerksam bisher gefolgt ist, dem ist nicht nur klar, dass wir eine neue Verteidigungsministerin haben, dem ist nicht nur klar, dass wir über einen neuen Haushaltsentwurf sprechen, sondern dem fällt auch auf, wir reden hier über die alten Baustellen. Die Probleme, Frau Kramp-Karrenbauer, die Sie zu bewältigen haben, die sind die alten, über die wir seit Jahren hier reden, obwohl der Verteidigungsetat überproportional gestiegen ist. Der Klarstand der Systeme der Bundeswehr ist immer noch auf einem erschreckend niedrigen Niveau. Es ist kein gut angelegtes Steuergeld, wenn man sich wie Ihre Vorgängerin Frau von der Leyen darüber freut, dass fast wöchentlich ein neuer Schützenpanzer geliefert wird, mir Soldatinnen und Soldaten aber dann erzählen, dass in vielen Fällen das Teil nach 2 Wochen aus der Nutzung geht, in die Instandhaltung muss und dann die Ersatzteile fehlen. Das ist kein gutes Management angesichts der Summen, über die Sie hier diskutieren. Und wenn wir uns das Beschaffungswesen anschauen, dann wird in den letzten Jahren da viel gekrempelt. Wir haben eine Menge zusätzlicher Berichte erhalten. Man könnte auch sagen, die Diagnose, die wurde durchaus gestellt. Der Beschaffungsprozess wird verändert, wird weiter verändert. Die ehemalige Staatssekretärin Suder hat mehrere hundert kleine Änderungen in der Beschaffungsbehörde Bayern-BW vorgenommen. Und gestern Mittag, jetzt unabhängig davon, wie man über Einzelprojekte denkt, gestern Mittag erhalten wir aus Ihrem Haus eine neue Übersicht, mit welchen Beschaffungsvorhaben denn der Haushaltsausschuss im kommenden halben Jahr noch befasst werden soll. Und wieder merkt man, es sind viele Projekte, die Sie in die Zukunft schieben müssen, weil Ihr Beschaffungsapparat die nicht fertig bekommt. In so einer Situation über mehr Geld für Rüstung zu reden, wenn die Prozesse immer noch nicht im Griff sind, das ist alles andere als gut investiertes Geld, um Sie zu zitieren, Frau Ministerin. Sie haben beim Personal ein Problem. Und ich glaube, da sind Sie nicht ehrlich zu sich selbst, nicht ehrlich zu Ihrem Haus, nicht ehrlich zu den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, denn sie übernehmen eine Planung, die vorsieht, dass die Truppe auf über 200.000 Soldatinnen und Soldaten aufwachsen soll. Da kann man ja diskutieren, sie leiten das mit Aufgaben ab, anderen Dingen. Aber guckt man dann mal in die Zahlen rein, wie viele Soldatinnen und Soldaten denn jetzt ihren Dienst leisten, dann kommt man so Pi mal Daumen auf 179.000, 180.000 Soldatinnen und Soldaten bei einer Struktur von 185.000. Ich sage Ihnen, in dieser Situation, wo wir demografischen Wandel haben, wo wir den Übergang zur Berufsarmee haben, wo die Länderpolizeien anwachsen, wo die Bundespolizei anwächst, in dieser Situation sollten Sie doch lieber die Prioritäten darauf setzen, eine Truppe zu haben in dem Umfang von 180.000 Soldatinnen und Soldaten, die vernünftig ausgestattet ist, die vernünftig bezahlt ist, wo Sie die Bewerberinnen und Bewerber bekommen, statt den Laden auf 200.000 aufblähen zu wollen, mit dem Ergebnis, dass Sie dann eine Struktur haben, die alle in der Bundeswehr am Ende des Tages überfordert und wo Sie irgendwelche Versprechungen machen, die Sie nicht halten können. Auch das ist kein guter Umgang mit Steuergeld, meine Damen und Herren. Sie werden, die Einarbeitungszeit haben Sie ja jetzt hinter sich, Sie werden in den kommenden
Monaten Entscheidungen treffen müssen. Sie werden handeln müssen. Sie werden Entscheidungen treffen müssen, was Sie priorisieren wollen. Wenn man sich die Planungen, die Ihnen Frau von der Leyen hinterlassen hat, anschaut, dann sind die an vielen Stellen nicht konsistent. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben ja darüber geredet, wo es alles fehlt, wo es Probleme gibt mit der Finanzierung. Auch wir Grüne verstehen, dass man 40 Jahre alte Transporthubschrauber ersetzen muss. Das ist gar nicht das Thema. Aber wenn Sie gleichzeitig ein taktisches Luftverteidigungssystem beschaffen wollen, das ist eine Maßnahme, die haben wir unter Rot-Grün noch mit riesigem Zähneknirschen mitgemacht. Die ist mehr als 20 Jahre her. Da sind schon Milliarden reingeflossen. Und es ist Jahr für Jahr erzählt worden, das Ding ist marktreif und kommt nächstes Jahr. Und jetzt erfahren wir in diesem Frühjahr beiläufig, die Kosten für dieses Projekt sollen sich von 4 auf 8 Milliarden verdoppeln. Der Nutzen ist fragwürdig, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Und jetzt verspätet sich es auch noch. Das wäre die erste Möglichkeit, Frau Kramp-Karrenbauer, zu sagen, wir stoppen dieses Projekt, wir streichen dieses Geld, wir nutzen es lieber für sinnvolle Dinge wie persönliche Ausstattung und wir sparen vielleicht auch noch einen Teil ein, statt irgendwie was hinterherzurennen, wo man genau weiß, es wird das nächste Rüstungsdesaster der Zukunft werden. Und Herr Kollege Brandl, weil Sie fragen, was ist die Antwort auf die Raketenbedrohung? Wir reden ja von dem Pult immer gern über Europäisierung. Ja, dann gucken wir mal nach links und nach rechts, was unsere europäischen Verbündeten machen. Die nehmen die bestehenden Systeme, die wir auch haben, die modernisieren die Schritt für Schritt, die besorgen Ersatzteile, aber die geben risikoarm vor. Es geht uns doch jetzt hier gar nicht darum, irgendwie ideologisch zu sagen, wir müssen uns nicht mehr gegen Raketen verteidigen können. Aber ist es eine kluge Antwort? Ich weiß, das Unternehmen sitzt in Ihrem Wahlkreis, ich weiß das. Aber ist es eine kluge Antwort, einem Projekt, das sich schon verzögert hat, wo wir schon Milliarden ausgegeben haben, wo wir wissen, die Kostensteigerung ist mindestens 100%, so ein Projekt stur hinterherzurennen, das nützt den Soldatinnen und Soldaten in der Truppe, die auf ihre Schutzwesten warten, die auf ihre persönliche Ausrüstung warten, die in Liegenschaften untergebracht sind, wo der Kollege Felgentreu darüber entsetzt war, das nützt den Soldaten und Soldaten, die ihren Dienst für unser Land verrichten, nehme ich gar nicht. Und Frau Kramp-Karrenbauer, weil Sie es angesprochen haben, mit Deutschland kann nicht an der Seitenlinie stehen und wir müssen uns engagieren und wir müssen was tun. Da widerspreche ich Ihnen ja gar nicht. Nur die Antwort dieser Bundesregierung, die muss doch eine Gesamtstrategie fordern. Man kann sich doch nicht hier an das Pult stellen und die Lage dieser Welt analysieren und sagen, wo es überall Baustellen gibt. Und dann ohne Abbiegen irgendwie zum Wehretat zu kommen und zu sagen, ja, unsere Antwort sind 1,7 Milliarden Euro mehr. Wenn wir wirklich Verantwortung in der Welt übernehmen wollen, wir haben ja gerade über den Etat des Auswärtigen Amts diskutiert, dann bräuchte diese Bundesregierung endlich mal eine Strategie, wie man mit dem Iran und wie man mit dem Ausstieg aus dem Nuklearabkommen richtig umgeht. Und dann reicht es eben nicht, sich irgendwie hinzustellen und hier Phantomdebatten über Schiffe in der Straße von Hormuz zu führen, sondern dann muss man einen Außenminister wie Heiko Maas auch ehrlich gesagt früher nach Teheran fahren und sich auch mal überlegen, was man da machen kann. Da muss man früher mit europäischen Verbündeten reden. Eine Antwort, die sich allein aufs Militärische kapriziert und so tut, als sei die Bundeswehr die Lösung aller Dinge, meine Damen und Herren. Das wäre den Soldatinnen und Soldaten nicht gerecht. Und es ist nun mal auch keine kluge Außenpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will noch zu einem letzten Punkt kommen, weil er hier angesprochen wurde. Wir danken ja gerne und oft, ich will sagen auch zu Recht von diesem Pult, den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Dienst und ihren Einsatz. Und wir versichern Sie, und das finde ich bei einer Parlamentsarmee auch richtig, unseres Rückhalts und unserer Unterstützung. Ich will aber gleichwohl sagen, genauso erwarten wir von allen Frauen und Männern, die in Uniform Dienst für unser Land tun, dass sie das auf dem Boden unseres Grundgesetzes, dass sie das auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung tun. Und wenn wir wie in den letzten 12 Monaten immer wieder über Einzelfälle, hier ein Einzelfall, da ein Einzelfall, dort ein Einzelfall und noch einen weiteren Einzelfall von rechtsextremistischen Einstellungen bis hin zu mutmaßlichen Verbrechen hören. Und wenn wir dann Berichte hören, wo nur über Einzelfälle gesprochen wird und man im wahrsten Sinne des Wortes ein Wald vor lauter Bäumen, das Netzwerk vor lauter Einzelfällen nicht mehr sieht oder nicht sehen will, dann ist das eine große Gefahr. Dann ist das eine Gefahr für die Soldatinnen und Soldaten, die ordentlich ihren Dienst tun. Aber dann ist das natürlich auch eine Gefahr für die Sicherheit in diesem Land.
Deswegen sage ich ganz klar, handeln Sie an dieser Stelle, zeigen Sie an dieser Stelle, dass Rechtsextremismus nichts in unseren Streitkräften verloren hat. Werden Sie hier tätig und ziehen Sie daraus Konsequenzen, Frau Kramp-Karrenbauer. Wir Grüne, wir werden in den anstehenden Haushaltsberatungen eine Menge an Vorschlägen machen, eine Menge an Vorschlägen, die bei der Truppe ankommen, wie man Dinge wie Ausrüstung dort verbessern kann, wo sie notwendig ist, um den Auftrag der Bundeswehr zu erfüllen. Wir werden aber eben auch aufzeigen, wo Geld sinnlos ausgegeben wird, wo es in diesem Etat Einspar- und Umschichtungspotenziale gibt. Und wir werden den Finger immer dort in die Wunde legen, wo man den Eindruck hat, die Prozesse sind bis heute nicht richtig im Griff. Da wird eher die Bilanz von Beratungsfirmen gefüttert, als dass es wirklich hier um die Sicherheit unseres Landes und unserer Verbündeten geht. In diesem Sinne gehen wir die Beratung dieses Haushalts an und ich freue mich auf den Austausch. Herzlichen Dank. Tobias Lindner war das für die Grünen und ihm folgt jetzt hier Henning Otte für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist der verteidigungspolitische Sprecher. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir besprechen den Haushalt 2020. Und ich danke Ihnen, sehr geehrte Frau Verteidigungsministerin, dass Sie gleich am Anfang sehr deutlich gemacht haben, welche Wertschätzung Sie empfinden gegenüber der Bundeswehr. Sie haben sehr deutlich gemacht, dass Sie ganz klar hinter der Truppe stehen, dass Sie sich einsetzen, nicht nur in Rede, sondern auch in Tat. Und wir danken Ihnen als CDU-CSU-Bundestagsfraktion dafür, dass Sie eine Anerkennung gegeben haben, indem Sie die Bahnfahrten ermöglicht haben, aber auch sehr deutlich gemacht haben, ein Gelöbnis gehört vor dem Deutschen Reichstag in der Mitte der Gesellschaft am 12. November. Und herzlichen Dank dafür. Mein Vorredner von den Grünen kann ich nur zurufen, nicht nur den regenerativen Blick haben für die Einzelsachen, sondern den 360-Grad-Blick. Und dafür gehört auch eben eine funktionierende Raketenabwehr, um deutlich zu machen, wir müssen unser Land schützen, indem wir Land, Luft, See und Cyber auch im Blick haben. Und wenn Sie was Gutes tun wollen für die Sicherheit unseres Landes, dann stimmen Sie diesem Haushaltsentwurf zu. Aber ich muss auch etwas sagen zu einem Vorredner von der AfD, der die Bundeswehr in ein ganz schiefes Licht bringt und die historische Einordnung offensichtlich auch nicht versteht. Wir hatten 1990 die deutsche Wiedervereinigung, der Glücksfall in der Geschichte, und wir hatten Entspannung in Europa. Und natürlich ist darauf reagiert worden, indem die Streitkräfte in ganz Europa runtergefahren worden sind. Wir haben gleichzeitig einen Beitrag zur Verschuldenssituation geleistet. Und dann kam eben auch mit dem 11. September 2001 durch die Anschläge die erhöhten Anforderungen an Auslandseinsätze, an Krisenprävention. Dann kam die Besetzung der Krim und das aggressive Vorgehen Russlands. Und wir haben einen Generationenwechsel auch in den Systemen bei der Bundeswehr. Und deswegen müssen wir deutlich sagen, nicht die Truppe schlecht reden, indem sie sich lustig machen über gefallene Eurofighter-Piloten, indem sie einerseits aufrufen zum Aufstand der Generale, andererseits vom unerbittlichen Kampf sprechen, aber gleichzeitig mit den Linken zusammen die Beendigung der Auslandsmandate fordern wollen, eine national beschränkte Politik machen. Ihre Politik ist eine Gefährdung für Frieden und Freiheit in Deutschland und in Europa, meine Damen und Herren. Wir haben für uns als Politik den Soldaten und die Soldatin in den Mittelpunkt gestellt, indem wir in der Legislaturperiode schon erreicht haben, dass wir das Bundesbesoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz verbessert haben, um die Leistungen für die Soldaten und Beamten auch weiter zu verbessern. Wir haben das Versichertenentlastungsgesetz verabschiedet, sodass der Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung geregelt ist. Wir haben mit dem Gesetz zur Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft deutlich gemacht, dass wir die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiver gestalten wollen. Und wir haben auch damit deutlich gemacht, dass wir die Einsatzversorgung wieder verbessern. In Kürze werden wir beraten, dass
Besoldungsstruktur, Modernisierungsgesetz, um auch noch mal deutlich zu machen, Personalbindung durch Wertschätzung, durch Anerkennung, durch Zulagenerhöhung, durch Auslandsverwendungszuschlagerhöhung und Personalgewinnung, das steht für uns im Mittelpunkt. Aber eben auch die Ausrüstung. Und zur Ausrüstung gehört eben, dass wir deutlich machen, wir müssen die Einsatzbereitschaft unserer Streitkräfte verbessern. Wir müssen schnellere Entscheidungen treffen. Und so haben Sie es gesagt, Frau Verteidigungsministerin, damit wir erreichen, dass das Gerät auch schneller bei der Truppe ankommt. Denn unsere Soldatinnen und Soldaten brauchen das Gerät von uns finanziert und gestellt, das sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben für unser Land auch benötigen. Und dafür haben Sie unsere volle Unterstützung, meine Damen und Herren. Das ist nicht nur gesagt, sondern auch entschieden. Im Koalitionsvertrag haben wir festgelegt, das Haushaltsrecht zu flexibilisieren, um überjährige Planungsphasen und Finanzierungssicherheiten zu bekommen. Wir haben zweitens das Vergaberecht effizienter gestaltet, sodass wir sagen, wir müssen schneller das Gerät beschaffen. Und wir haben mit der Expertenkommission den gesamten Beschaffungsprozess fest ins Visier genommen, zusammen mit der Personalvertretung. Und an diesen Aufgaben wollen wir weiterarbeiten. Das alles hat was mit Geld zu tun, indem wir auch deutlich machen, der Verteidigungsetat hat eine Steigerung erfahren mit 44,9 Milliarden als Haushaltsansatz. Aber wir müssen stärker noch betonen, dass es für die Sicherheit unseres Landes ist. Denn die Planungskurve ab 2023 fällt wieder ab. Und deutsch-französische Kooperation, deutsch-norwegische Kooperation sind dann gefährdet, wenn wir diesen kontinuierlichen Anstieg nicht bekämen. Und wir wollen sie und wir fordern sie nicht wegen der Interessen der Vereinigten Staaten, sondern weil es für die Sicherheit unseres Landes ist, weil es um die Sicherheit unseres Landes geht. Wir haben den 360-Grad-Blick ins Auge zu fassen. Und dafür brauchen wir die finanzielle Ausstattung. Und deswegen fordern wir auch auf, diesem Haushalt dann auch zuzustimmen, meine Damen und Herren. Ich will noch einmal deutlich machen, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir uns in Bündnissen befinden, im NATO-Bündnis, in der Europäischen Union, und dass die Partner um uns herum auch erwarten, dass wir unsere Verbindlichkeiten, unsere Verlässlichkeit auch zeigen, indem wir 2% einhalten, indem wir aber auch Verantwortung übernehmen, indem wir uns als Anlehnungspartner auch anbieten, eine gemeinsame Sicherheitspolitik für Europa zu gestalten. Und dieser Verantwortung wollen und müssen wir auch gerecht werden. Das ist Nachhaltigkeit. Das ist sicherheitspolitische Nachhaltigkeit, weil wir unseren zukünftigen Generationen auch ermöglichen wollen, dass sie in Frieden und Freiheit leben können, meine Damen und Herren. Ich will deutlich machen, dass wir in die Ausrüstung investieren müssen, um Frieden, Freiheit und auch Wohlstand zu erhalten. Und dazu ist es notwendig, dass wir auch unsere Verantwortung übernehmen in den Einsätzen in Afghanistan, in Mali, aber eben auch ganz besonders, dass wir den Anti-IS-Kampf weiterführen. Sie haben es, Frau Verteidigungsministerin, deutlich gemacht, welche Verletzungen Menschen, Frauen zugefügt worden ist, dass sie gekillt worden sind vom IS, weil man andersgläubig ist. Und dieser IS, der ist noch nicht besiegt und der schafft sich Brückenköpfe, um Europa auch zu gefährden. Und da müssen wir gegenhalten. Wir müssen weiter von Jordanien aus unseren Beitrag für Anti-IS-Kampf leisten und die Ausbildungsmission im Irak weiterführen. Denn es geht um Frieden und Freiheit. Und dies ist zu gewährleisten, eben durch den tollen Einsatz, durch den Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten. Sie stehen ein für Einigkeit und Recht und Freiheit. Sie sind der Garant für den Frieden bei uns. Und Sie haben die volle Unterstützung verdient und auch die finanzielle Ausstattung. Herzlichen Dank. Henning Otte war das für die Unionsfraktion. Der Verteidigungsetat, der hat eine Steigerung zu verzeichnen für 2020, wenn man die Planung anschaut. Aber mittelfristig müsste das noch etwas mehr werden. Herr Präsident, Martin Hohmann jetzt für die AfD. Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin. Am 17. Juli 2019 wurden Sie zur Verteidigungsministerin ernannt. Sie haben damit etwas mehr als die Hälfte Ihrer ersten 100 Tage hinter sich. Sie genießen die sogenannte Schonfrist der 100 Tage noch. Und ich darf Ihnen versichern, wir werden auch darüber hinaus fair mit Ihnen umgehen.
Wir versprechen Ihnen fairen Umgang. Wir erwarten aber auch fairen Umgang. Wir werden Sie nicht für etwas hinhängen, was in die Verantwortung Ihrer Vorgänger oder Ihrer Vorgängerin fällt. Sie haben Truppenbesuche gemacht, wie etwa im irakischen Erbil, wie etwa im jordanischen Al-Azraq. Das finde ich gut, weil Sie sich Kenntnisse vor Ort sozusagen im Einsatzraum verschaffen. Und Sie zeigen damit Solidarität mit den Soldaten, mit unseren deutschen Soldaten. Erlauben Sie mir den Einschub, ich gebrauche das generische Maskulinum. Die weiblichen Soldaten, die Soldatinnen, sind also mit umfasst und mit gemeint. Ich lehne es ab, die männliche, die weibliche und vielleicht auch noch die diverse Form zu gebrauchen, nur um mich vorsorglich vor dem Verdacht zu reinigen, ein männlicher Chauvinist zu sein. Wir sollten diese Form der Zeit- und Ressourcenvergeudung grundsätzlich unterlassen. Ich bin immer ein fröhlicher Mensch. Im Übrigen, glauben Sie mir bitte, ich schätze Frauen über alles. Und mir ist vollkommen klar, ohne Frauen ist alles nichts. Frau Kamm-Karrenbauer, als Saarländerin ist Ihnen eine natürliche und unbelastete Beziehung zu den Soldaten der Bundeswehr sozusagen in die Wiege gelegt. Die Luftlandebrigade 26 hatte den Sitz ihres Kommandos und mehrere Untergliederungen in Saarlouis. Und das liegt ganz in der Nähe ihres Heimatortes Püttlingen. Dort haben sie oft das sonore Brummen der Bundeswehr Transallflugzeuge gehört, die Fallschirmjäger zu ihren Absetzplätzen in Düren und Ballern gebracht haben. Ballern nicht als Tätigkeit, sondern als Ortsbezeichnung. Auch ich war damals häufig Gastspringer bei dieser exzellenten Truppe. Mein Lohn, das goldene Springerabzeichen, 50 Sprünge. Mit diesem Exkurs kann nicht jeder von sich sagen. Mit diesem Exkurs, Frau Ministerin, möchte ich vor allem um eines bitten. Sehen Sie Ihre neue Aufgabe nicht als Karriereschritt, nicht als eine Herausforderung an Ihr Organisationstalent. Wenden Sie sich den Soldaten so zu, dass diese spüren, unserer neuen Ministerin sind wir als Menschen wichtig. Sie kümmert sich um uns und unsere Belange. Sie hat das Zeug, so wie Georg Leber einmal Vater der Soldaten genannt wurde, als Mutter der Soldaten in die Annalen einzugehen. Mein Kamerad und Kollege Rüdiger Lukassen hat Wegweisendes zum Verteidigungshaushalt gesagt. Das möchte ich nicht wiederholen. Allerdings hat er klar herausgestellt, dass die Soldaten vorzüglich sind. Die Ausrüstung, was Sie jetzt immer wieder vermischen, die Ausrüstung ist das, woran es mangelt. Ich möchte herausstellen, wir als AfD-Fraktion mit den relativ meisten Ex-Soldaten warnen eindringlich vor Auslandseinsätzen, und da komme ich auch noch mal auf Sie zurück, die nicht dem deutschen Interesse dienen. Der bereits seit 2002 laufende Afghanistan-Einsatz mit seinen gefallenen deutschen Soldaten und seinen Milliardenkosten gehört dazu. Wenn die US-Soldaten abziehen, bleibt auch für die Bundeswehr nur eins: ein zügiger, geordneter Rückzug. Ich verweise auf unseren AfD-Antrag vom Februar. Leider. Frau Ministerin, Sie haben herausgestellt, das 2%-Versprechen gegenüber der NATO dürfe keine Lehrformel sein. Weiter haben Sie das Ziel gesetzt, unsere Bundeswehr sichtbarer zu machen. In beidem haben Sie unter unserer Stützung. Mein Vorschlag geht in diese Richtung. Fast alle Staaten
dieser Welt feiern ihren Nationalfeiertag mit einer Militärparade. Für mich ist eine solche Militärparade ein Normalitätsgradmesser. Die Vorbehalte aus der deutschen Geschichte haben wir durch 70 Jahre gelebte Demokratie überwunden. Und gerade wenn die Bundeswehr sich nach dem neuesten Traditionserlass nicht im geschichtlichen Erbe von Vorgängerarmeen sieht, hat sie allen Grund für einen unbelasteten Umgang mit dieser feierlichen militärischen Tradition. Ich freue mich auf die erste Parade der Bundeswehr in der Hauptstadt Berlin. Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD spricht als Nächster der Kollege Dennis Rohde. Sehr geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zurück auf die Sachebene. Frau Ministerin, das ist Ihr erster Haushalt, den Sie im neuen Amt begleiten. Ein Amt, das Ihnen viel Energie abverlangen wird. Ein Amt, von dem wir hoffen, dass Sie es mit aller Kraft ausführen werden. Ihre Vorgängerin hat Ihnen nämlich viele Baustellen überlassen, über die wir auch sicherlich im Rahmen der Haushaltsverhandlungen gemeinsam diskutieren werden. Wir freuen uns als SPD-Fraktion auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit in den nächsten Monaten. Ich möchte zunächst auf das Thema eingehen, was uns in den letzten Wochen und Monaten viel beschäftigt hat, die sogenannte Berateraffäre. Wir hätten uns eine allumfassende Aufklärung des Bundesministeriums der Verteidigung gewünscht, weil wir der festen Überzeugung sind, eine solche Aufklärung sind wir der Truppe und sind wir den Beamtinnen und Beamten schuldig. Es darf kein Anschein zurückbleiben, dass gewisse Unternehmen bevorzugt behandelt und dass das toleriert oder respektiert wurde. Ich will es noch deutlicher machen. Wir finden, der vielfache Bruch des europäischen Vergaberechts darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Das wäre vollkommen indiskutabel. Aber die Aufklärungen, die wir uns gewünscht hätten, haben so nicht stattgefunden. Die durchgeführten Verwaltungsermittlungen, sie waren hochgradig lückenhaft. Entscheidende Fragen wurden nicht gestellt, Konsequenzen bis heute nicht gezogen, Antworten nicht gegeben. Frau Ministerin, wir bieten Ihnen unsere Zusammenarbeit an, diese Verwaltungsermittlungen noch einmal nachzuholen, hier nachzuarbeiten, im Interesse der Steuerzahlenden in diesem Land. Ich finde, das kann nicht alleine Aufgabe des Parlaments sein, das aufzuarbeiten. Das ist zuvorderst auch Ihre Aufgabe. Ihre ersten Signale, die Sie an uns auch als Untersuchungsausschuss gesendet haben, nehmen wir da sehr positiv auf. Und wenn im Untersuchungsausschuss bei den Zeugenvernehmungen immer dieselben Antworten kommen, die lauten, ich bin dafür nicht zuständig, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist. Wenn Person A sagt, Person B ist zuständig und Person B sagt, Person A ist zuständig, dann stimmt etwas im System nicht, dann funktioniert etwas nicht, dann ist das Ausdruck eines Organisationsmangels. Und Frau Ministerin, es wird Ihre Aufgabe sein, diesen Organisationsmangel in Zukunft abzustellen. Und ich finde, die Erkenntnisse, die wir dort erlangt haben, sie sind auch relevant für die Debatte, die wir hier führen. Frau Ministerin, Sie haben im ersten Interview gleich mehr Geld für die Bundeswehr gefordert. Und ich sage, ich hätte mir eine andere Schwerpunktsetzung gewünscht. Denn die Wahrheit ist doch, Ihrem Ministerium steht so viel Geld zur Verfügung wie nie zuvor. Die Hauptprobleme liegen doch nicht in den Finanzressourcen, sondern an den Herausforderungen, dieses Geld auch für Ausgaben zu bekommen. Ich will betonen, 45 Milliarden Euro sind verdammt viel Geld. Geld, das wir als Parlament zur Verfügung stellen, um die Soldatinnen und Soldaten über deren Auslandseinsätze, über deren Aufgaben wir hier entscheiden, auch angemessen auszustatten. Denn an einem darf es keinen Zweifel geben. Unsere Truppe verdient die bestmögliche Ausstattung, insbesondere in Auslandseinsätzen. Das ist unsere Verantwortung. Das ist die Verantwortung eines Parlaments gegenüber einer Parlamentsarmee. Und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wer viel Geld zur Verfügung gestellt bekommt, der bekommt eben auch viel Verantwortung übertragen. Und die Berateraffäre, sie hat nun mal offenbart, dass es im Umgang mit Steuergeldern teilweise erhebliche Defizite im Haus gibt. Daher, bevor Sie mehr Geld fordern, Frau Ministerin, würden wir das Angehen dieser Probleme zunächst bevorzugen. Aber eins möchte ich
ganz deutlich auch in Abgrenzung sagen. Das habe ich in der letzten Debatte auch schon betont. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Beschaffungsamt, sie leisten in einer schwierigen Lage eine teils herausragende Arbeit. Und auch wenn Einzelne entscheidende Fehler gemacht haben sollten, das gilt nicht für das Kollektiv. Die Mitarbeitenden in den Beschaffungsstrukturen leisten im Rahmen ihrer Möglichkeiten Großartiges. Wenn aber dauerhaft große Teile der Personalstellen nicht besetzt sind und man gleichzeitig mit jeder Milliarde mehr im Einzelplan auch mehr Aufgaben ins Amt bringt, dann bringt man ein System an den Rande eines Kollaps. Daher müssen wir das Beschaffungsamt endlich nachhaltig stärken und wir müssen es optimieren. Unsere Vorschläge, die wir gemeinsam auch im Expertenrat miterarbeitet haben, liegen auf dem Tisch. Und ich wiederhole erneut die letzte Debatte. Frau Ministerin, wenn Sie das System stärken und es nicht zerschlagen wollen, dann haben Sie die volle Unterstützung der SPD-Bundestagsfraktion. Was wir daneben ausdrücklich begrüßen würden, wäre das Ende der Privatisierungs- und Ausgliederungsinitiative im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums. Die Versuche, und da sind wir ehrlich, die fraktionsübergreifend in den letzten Jahrzehnten unternommen wurden, auf diese Art zu optimieren, sind weitestgehend gescheitert. Sie waren auch ein Fehler. Wir reden hier über hochbrisante und für unsere Sicherheit relevante Sachverhalte, ich habe gesagt, fraktionsübergreifend. Unser Grundgesetz sieht für derlei Aufgaben ausdrücklich Beamtinnen und Beamten mit ihrem besonderen Eid auf die Verfassung und die darin verankerte freiheitlich-demokratische Grundordnung vor. Und wir finden, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes hier klug abgewogen haben. Lassen Sie uns das nicht aus den Augen verlieren. Sicherheitspolitik, Sicherheitsstruktur gehört in unmittelbare Staatshand und irgendwo anders hin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte abschließend betonen, vor uns liegen die Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2020. Das Budgetrecht liegt einzig und allein beim Deutschen Bundestag. Wir führen unsere Verhandlungen mit Blick auf die Soldatinnen und Soldaten und die Beamtinnen und Beamten im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums. Wir als Sozialdemokraten diskutieren nicht über Quoten, nicht über Verlautbarungen von US-Präsidenten. Wir wollen keinen Rüstungswettlauf. Wir diskutieren über Ausstattung und Aufgaben unserer Bundeswehr als Parlamentsarmee. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die Fraktion der FDP die Kollegin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, es gibt mehr Mittel für die Bundeswehr, das ist schön. Aber solange das Verteidigungsministerium nicht in der Lage ist, diese Mittel zielgerichtet einzusetzen, damit das Material auch bei der Truppe ankommt, ist die Freude heute überschaubar. Und ich bringe ein konkretes Beispiel. Die Soldaten der Spezialkräfte Marine, Kampftaucher, haben derzeit nicht ein einziges der vier sogenannten Festrumpf-Schlauchboote. Nicht ein einziges. Alle in der Tonne, null, zero, alle weg. Die Mittel für neue Boote standen schon im letzten Haushalt. Im Bein ist blöderweise nur keiner da, der die Ausschreibung in die Hand nimmt. Und Kollege Gerdichens, Sie waren ja mit Ihrem Fraktionsvorsitzenden, der heute Morgen vor allen Dingen durch seine große, phrasenreiche Rede auffiel, Sie waren ja zusammen vor Ort, Sie kennen das Problem. Ich frage mich, warum da nicht auch ein bisschen Schwung reinkommt. Denn ich gehe davon aus, dass auch die CDU in ihrem Wahlkreis die Feuerwehr nicht ohne Schlauch losschickt. Also insofern wäre es schön, wenn auch Sie auf Ihrer Seite Druck machen. Liebe Frau Ministerin, Ihre Vorgängerin hat bei der Übergabe von 100 Nachtsichtgeräten an die Truppe geradezu ein Übergang-Happening veranstaltet, um auch mal einen vermeintlichen Erfolg öffentlich zu zelebrieren. Es wäre aber in der Tat hilfreicher, weniger mediales Tralala zu machen, dafür ganz konkrete Maßnahmen, die die Truppe auch erreichen. Der Finanzminister gestern hier an dieser Stelle hat erzählt, dass er als regierender Bürgermeister von Hamburg gelernt hätte, dass man bei Projekten der öffentlichen Hand immer viel Zeit bräuchte. Ich weiß nicht, ob das eine Entschuldigung oder eine Bankrotterklärung war. Meine Damen und Herren, die Fraktion der Freien Demokraten wird diesen Zustand nicht entschuldigen, geschweige denn akzeptieren. Und die Bundeswehr braucht Planungssicherheit, aber nicht nur die Bundeswehr, sondern auch die Partner in der NATO, in der EU müssen wissen, wo sie überhaupt mit uns dran sind. Und Frau Ministerin, das Amt der Verteidigungsministerin ist mehr als ein Gleitschirm ins Kanzleramt.
Ein richtiger Schritt, möchte ich heute auch sagen, ist zum Beispiel, dass die Kommandeure einer Brigade die Möglichkeit bekommen, ein sogenanntes Handgeld zu bekommen, um kleinere Dinge unbürokratisch anzuschaffen. Die Betonung und große Hoffnung, die ja bekanntlich zuletzt stirbt, liegt auf unbürokratisch. Frau Ministerin, sollten Sie, wie angekündigt, gegen Rechtsextremisten vorgehen wollen, um die Truppe vor Unterwanderung zu schützen? Sollten Sie dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Ihrem Haus wieder Verantwortung übernehmen dürfen? Und das heißt auch Fehler zuzulassen. Sollten Sie die Truppe von der Last der Bürokratie befreien, damit die Soldatinnen und Soldaten ihre originäre Aufgaben nachgehen können, die sowohl dem Grundsatz führen mit Auftrag als auch dem Bild von einer modernen, handlungsschnellen Streitkraft entspricht, dann haben Sie die Freien Demokraten an Ihrer Seite. Wir erwarten aber auch, dass die unappetitliche Nähe mancher Berater zu manchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihren Häusern schlagartig und umgehend beendet wird. Und dass der Verteidigungshaushalt den Aufgaben entsprechend kontinuierlich weiter wächst. Denn wir sehen ja, dass im nächsten Jahr das so nicht aussieht, damit eben Soldatinnen und Soldaten ohne Abstriche ausgerüstet und damit natürlich auch ausgebildet werden können. Denn wo nichts ist, kann auch nicht ausgebildet werden. Und das ist natürlich einer modernen Truppe. Ich brauche die Beispiele hier nicht zu nennen. Wenn was nicht fliegt, kann man auch nicht fliegen lernen. Und da gäbe es viele Beispiele. Und gerade wenn man vor Ort ist, sieht man auch, wie junge Soldatinnen und Soldaten, die wir ja brauchen und die wir ja auch anwerben wollen, nicht kommen, weil sie sagen, ich sitze ja dann mehr im wahrsten Sinne des Wortes im Trockenen, als das zu lernen, was ich lernen möchte. Und ich werde es auch nicht müde zu wiederholen. Jede Soldatin, jeder Soldat ist Garant für uns alle, in Frieden und Freiheit zu leben. Und es gebietet allein der Respekt vor diesen Männern und Frauen, dass wir uns um sie kümmern und den Worten Taten folgen lassen. Und daher ist es auch schön, um mit was Nettem zu enden, dass Deutschland gemeinsam mit meiner Heimatstadt Düsseldorf sich für die Invictus Games 2022 beworben hat. Und wir hoffen natürlich sehr, nicht nur in unserer Stadt, dass diese Bewerbung erfolgreich sein wird. Denn auch das, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, auch das in Respekt für alle die Soldatinnen und Soldaten, die versehrt sind, weil sie für uns im Einsatz waren. Vielen Dank. Agnes Strack-Zimmermann war das für die Liberalen. Sie ist die verteidigungspolitische Sprecherin. Und ihr folgt jetzt hier Alexander Neu für die Linke. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, dieser Haushaltsentwurf steht für die Fortsetzung der Aufrüstung Deutschlands. Es geht um 45 Milliarden im Einzelplan 14 plus weitere 5 Milliarden Euro versteckt in anderen Einzelplänen. Also insgesamt über 50 Milliarden Euro. Das ist ein sattes Plus von 40% seit 2014. Damit belegt Deutschland Platz 9 bei der weltweiten Ausgabe von Militär. Das heißt, von 192 Staaten liegt Deutschland auf Platz 9. Und das soll aber so weitergehen. Bis 2024 soll es sich auf 1,5% des BIPs erhöhen, danach bis auf 2%, es hieße dann 85 Milliarden oder mehr pro Jahr für diese Bundeswehr. Da muss man sich ja die Frage stellen, gut, Deutschland soll verteidigt werden, ist legitim, aber gegen wen? Was bedroht unser Territorium? Wer bedroht uns? Da heißt es dann, Russland bedroht uns, mittlerweile auch China. Und da haben wir uns die Frage gestellt, ist das tatsächlich so? Wird Deutschland, wird die EU, wird die NATO von Russland oder von China bedroht? Wir haben diese Frage weitergereicht an die Bundesregierung. Die Bundesregierung hat geantwortet, Zitat, der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Also mit anderen Worten, die Bundesregierung verfügt über keinerlei Erkenntnisse, dass Russland einen Angriff auf die NATO-Staaten samt Baltikum oder Polen plant oder überhaupt die Absicht hat. Warum auch sollte es Russland tun? Warum auch sollte China den Westen bedrohen oder angreifen? Hierzu kenne ich keine überzeugenden Argumente, auch nicht von den Aufrüstungsfetischisten in diesem Hause. Warum sollte auch China und Russland den Westen angreifen? Das wäre irrational. Es wäre deshalb irrational, weil es unvermeidlich einen Nuklearkrieg enden würde, bei dem auch China oder Russland vernichtet werden würden. Und im Gegensatz zu manchen Irren in Washington, wo die Führbarkeit von begrenzten Nuklearkriegen durchaus seriös diskutiert wird, kenne ich solche Aussagen aus Moskau oder Peking nicht, meine Damen und Herren. Und selbst wenn
Selbst wenn Russland die Absicht hätte, ihm fehlten die finanziellen, ökonomischen Ressourcen und die militärischen Fähigkeiten. Die NATO ist Russland um ein Vielfaches überlegen im militärischen Bereich. Die Studie des Internationalen Instituts für strategische Studien in London, NATO-nah, kommt immer wieder zum Ergebnis, die NATO ist massiv Russland überlegen. Das Verhältnis von aktiven Soldaten ist 1:4 zugunsten der NATO. Die Militärausgaben 980 Milliarden Euro im Jahr 2018 der NATO-Staaten, 63 Milliarden Russland. Das Verhältnis 15:1. Also die NATO-Staaten haben 15 Mal mehr aus als Russland fürs Militär. Und mit Blick auf BIP 2018, die USA und die Europäische Union gemeinsam 36 Billionen Dollar. Russland 1,6 Billionen Dollar. Wirklich gefährlicher Feind. Sehr geehrte Damen und Herren, beenden Sie endlich diese große Lebenslüge von der Bedrohung aus dem Osten. Wir, die Linke, fordern, investieren Sie die Steuergelder, die wirklich, wirklich sehr, sehr wichtigen Steuergelder, im Kampf gegen die Klimakatastrophe. Wenn man die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 bis 2% wirklich schaffen möchte, dann kann man nicht das BIP, Militärausgaben zum BIP von 1,5 auf 2% erhöhen. Denn militärische Großwaffensysteme sind in Produktion und Verwendung wahre CO2-Schleudern und nicht nur SUVs, sehr geehrte Damen und Herren. Wir fordern, die Linke fordert Investitionen in zivile Infrastruktur wie Bildung, Schulen, Pflege, Verkehr und Gesundheit, statt Milliarden von Steuergeldern in Beratern und Rüstungskonzernen in den Rachen zu schmeißen. Die Rüstungskonzerne können doch ihr Glück gar nicht fassen bei einem solchen Militärhaushalt, der uns hier vorgestellt wird. Frau Kramp-Karrenbauer, wir, die Linke, fordern in der Tat keinen weiteren Euro mehr für die Knarrenbauer. Stoppen Sie es. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Ingo Gedichens für die Fraktion der CDU-CSU. Ja, Herr Präsident, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir beraten in erster Lesung nach 40 Minuten insgesamt Reden der Opposition und Zerrbild, Bundeswehr und was weiß ich nicht alles, muss man ja mal wieder daran erinnern. Wir beraten in erster Lesung den Verteidigungshaushalt, der nicht nur aufgrund seines Volumens, sondern aufgrund der schwierigen sicherheitspolitischen Lage in der Welt mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat. Bevor ich auf Einzelheiten dieses Haushaltsentwurfs eingehe, möchte ich Ihnen, Frau Ministerin, und damit uns allen jeden nur denkbaren Erfolg wünschen für die Verteidigungspolitik unseres Landes. Sie haben sich in kürzester Zeit mit dem riesigen Aufgabenspektrum der Bundeswehr vertraut gemacht, und Sie haben erwähnt, dass wir gemeinsam vor kurzem unsere Einsatzkontingente in Jordanien, im Irak und in der autonomen Region Kurdistan besucht haben und uns ein umfassendes Bild von der Einsatzrealität machen konnten. Die Motivation der Soldatinnen und Soldaten, die unter fordernden klimatischen Bedingungen in einer angespannten Sicherheitslage hochprofessionell ihren Auftrag erfüllen, ich denke, all das hat Sie, und Sie haben es erwähnt, genauso tief beeindruckt wie mich, wenn man in die Gesichter der dort diensttuenden Soldaten guckt. In den Gesprächen wurde deutlich, dass die Kräfte vor Ort nicht am Sinn und Zweck ihrer Mission zweifeln. Daher ist es richtig, dass wir die Mandate auch weiterhin zur Bekämpfung des IS und der Ausbildungsmission verlängern. Und, Frau Ministerin, was mir beim Besuch vor Ort besonders aufgefallen ist, ist die Art und Weise, wie Sie auf die Soldatinnen und Soldaten zugegangen sind, offen und ehrlich, zuhörend und verstehend. Denn dann kann man all die Argumente aufnehmen und auch in politisches Handeln vernünftig umsetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Erwartungshaltung an uns, an die Ministerin ist hoch. Ihre Vorgängerin im Amt hat nachweislich viele positive Dinge bewegt und erreichen können. Sie werden darauf aufbauen, wir werden darauf aufbauen und immer wieder neue wichtige Akzente setzen. Sie haben bei Ihrer Vereidigung vollkommen zu Recht auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass wir die Einheiten der Bundeswehr voll
ausstatten müssen, sowohl die Planstellen besetzen müssen, als auch die Gerätschaft in Vollausstattung ummünzen müssen. Sie haben sich zu Recht zum 2-Prozent-Ziel der NATO bekannt, nicht weil irgendein amerikanischer Präsident das einfordert, sondern weil die aktuelle sicherheitspolitische Lage dies erfordert. Wer ein realistisches Bild, das können Sie nicht, aber wer ein realistisches Bild zeichnet der sicherheitspolitischen Lage in der Welt, der muss automatisch zu der Erkenntnis kommen, dass wir ein wehrhaftes Land im Bündnis sein müssen. Meine Damen und Herren, es geht wahrlich nicht um Aufrüstung, es geht um Ausrüstung und geeignetes Personal, es geht um das Schließen von Fähigkeits- und Materiallücken, es geht um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und die internationale Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben seit 2014 umfangreiche Trendwenden auf den Weg gebracht, um die Bundeswehr dahin zu bringen, wo sie als moderne Armee hingehört. Auf eine dieser Trendwenden möchte ich besonders eingehen, nicht nur, weil sie ein besonders großes Investitionsvolumen im Einzelplan 14 einnimmt, sondern auch häufig in der Kritik steht. Das ist die Agenda Material, die hier von einigen Kolleginnen und Kollegen auch schon angesprochen wurden. Ja, wir müssen den Beschaffungsvorgang beschleunigen. Ja, wir müssen Verantwortlichkeiten klarer zuordnen. Und ja, wir müssen insbesondere die Agenda, die vom Wehrbeauftragten ins Spiel gebracht wurde, die Agenda Tempo in den zeitlichen Ablauf der Beschaffungsprozesse einbringen. Aber unabhängig von diesem Problem ist doch unstrittig, dass die Bundeswehr das beste Material benötigt, um unsere Soldatinnen und Soldaten bestmöglichst zu schützen. Wir haben langfristig geplante Beschaffungsprojekte, sei es den schweren Transporthubschrauber, das Mehrzweckkampfschiff MKS 180 und die erwähnte deutsch-norwegische U-Boot-Kooperation. Und all diese Vorhaben müssen finanziell hinterlegt werden. Die aktuelle mittelfristige Finanzplanung gibt das im Moment leider nicht her. Mehr noch, sie entzieht den Großprojekten den finanziellen Boden. Haushaltspolitik auf Sicht mag ein Mittel des Finanzministers sein. Das Parlament hat nun den Auftrag, in der Haushaltsberatung der kommenden Woche, lieber Johannes Kaas, wir haben den Auftrag, in den kommenden Wochen diese Haushaltsplanung auf Sicht, dass wir dort Klarheit verschaffen und eine freie Sicht auch auf die kommenden Jahre produzieren. Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich den Bundesfinanzminister daran erinnern, dass wir vor erheblichen Problemen in der Beschaffung von dringendem benötigtem Material stehen, wenn die Haushaltslinie der mittelfristigen Finanzplanung nicht angepasst wird. Hannes, das machen wir. Wir passen die Linie an, sodass das am Ende insgesamt auch wieder alles passt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen die Investitionen im Einzelplan 14 verstetigen. Und ich wiederhole das, was hier auch schon richtigerweise gesagt wurde. Es ist gut investiertes Geld für die äußere Sicherheit unseres Landes und Glaubwürdigkeit eines verlässlichen Bündnispartners. Herzlichen Dank. Ingo Gädichens war das für die Unionsfraktion, der hier schon mal die Haushaltsberatungen im Ausschuss mit seinem Gegenüber Johannes Kaas von der SPD beginnen wollte. Aber ganz so weit ist es noch nicht. Jetzt sind wir ja erstmal noch in der Aussprache. Thomas Hitschler für die SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei Reden bietet es sich an, mit einem Zitat einzusteigen. Und Oscar Wilde ist dafür immer eine dankbare Quelle. Und es hat mich überrascht, aber er enttäuscht auch beim Thema Einzelplan 14 des Bundeshaushaltes 2020 nicht. Wilde hat sehr treffend gesagt, dass er als junger Mann geglaubt habe, dass Geld das Wichtigste im Leben sei und es als alter Mann nun definitiv wisse. Das mag zunächst einmal hart klingen, trifft aber zu. Politische Entscheidungen umzusetzen kostet Geld. Militärische Beschaffung kostet Geld. Versorgung und Bezahlung von Soldatinnen und Soldaten kostet Geld. Als Parlamentarier sind wir daher in einer privilegierten Position. Wir entscheiden darüber, wo wir Schwerpunkte setzen
und wie wir Probleme lösen. Gleichzeitig ist die Beratung des Haushaltsentwurfs immer eine gute Gelegenheit, im wahrsten Sinne des Wortes Bilanz zu ziehen. Und deshalb vorab herzlichen Dank an unsere Haushälter, allen voran natürlich Dennis Rohde. Ich bin mir ganz sicher, ihr werdet all unsere Vorschläge, die wir hier gebracht haben, umsetzen. Und tatsächlich werden wir die im Haushaltsentwurf dann auch bald wiederfinden. Kolleginnen und Kollegen, wir alle kennen die Schlagzeilen über unsere angeblich heruntergewirtschaftete Truppe. Wir haben auch heute wieder ganz viel dazu gehört. Wir wissen aus Standortbesuchen und Gesprächen auf allen Ebenen aber auch, wie engagiert die Angehörigen der Bundeswehr sind. Die Männer und Frauen, die in der Truppe ihren Dienst tun, verdienen keinen Spott. Sie verdienen Anerkennung, sie verdienen Respekt und sie verdienen es, dass wir uns um ihre Probleme kümmern, Kolleginnen und Kollegen. Und niemand hier leugnet, dass es bei der Bundeswehr Probleme gab, Probleme gibt und auch auf absehbare Zeit sicher weitergeben wird. Aber schauen wir doch einmal zurück, was wir in den letzten Jahren erreicht haben. Vor der Sommerpause haben wir das Bundeswehr-Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz verabschiedet. Wir sorgen darin unter anderem für einen erweiterten Versorgungsschutz, für bessere Karriereperspektiven der Soldatinnen und Soldaten, für einen attraktiven Reservedienst und wir stärken den Berufsförderungsdienst. Das sind alles Verbesserungen, von denen die Truppe konkret etwas hat, Kolleginnen und Kollegen. Natürlich braucht es auch künftig weitere Anstrengungen, mit denen wir den Arbeitgeber Bundeswehr attraktiver machen. Ich bin überzeugt davon, wir müssen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Denn entgegen dem, was von manchen an dieser Stelle gern behauptet wird, besteht die Bundeswehr nicht aus Rambos, deren Lebensinhalt einzig und allein der Kampf ist. Sie besteht aus Menschen, aus Müttern und Vätern, denen wichtig ist, wie ihre Kinder versorgt sind und was denn ist, wenn ihnen im Einsatz mal was passiert. Und das mindert deren Einsatz in keinster Weise. Im Gegenteil, das wertet deren Einsatzbereitschaft auf, Kolleginnen und Kollegen. Außerdem haben wir aktuell das Besoldungsstrukturen-Modernisierungsgesetz in der parlamentarischen Beratung. Dadurch wollen wir Verbesserungen für das Bestandspersonal erreichen. Sehr, sehr wichtig. Etwa im Zulagewesen, durch Anhebung der Auslandsverwendungszuschläge und durch Verbesserungen bei Reisebeihilfen und Trennungsgeld. Kollegen, mit dem Erreichten sind uns die Baustellen aber selbstverständlich noch nicht ausgegangen. Der Frauenanteil in der Bundeswehr, Frau Ministerin, muss deutlich erhöht werden. Bei 180.000 militärischen Dienstposten haben wir etwa 22.000 Frauen. Das ist deutlich zu wenig. Wir brauchen, Frau Ministerin, eine konkrete Ansprache dieser Zielgruppe. Wir brauchen passende Werbemaßnahmen, wir brauchen passende Angebote. Das wäre ein Anfang. Wir müssen aber auch den Binnenarbeitsmarkt der Bundeswehr stärken und vorhandene Potenziale nutzen. Etwa durch individuelle Personalführung und durch mehr Stellen bei den Personalbearbeitern. So können wir eine langfristige Bindung an den Arbeitgeber Bundeswehr erreichen. Wir wollen außerdem, dass das militärische Führungspersonal in der Bundeswehr mehr Zeit hat, um wirklich militärisch führen zu können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dazu gehört, dass wir dieses Personal von ausufernder Bürokratie entlasten. Die dadurch gewonnene Zeit muss in gute Führung investiert werden. Denn in jeder Uniform steckt ein Mensch mit individueller Lebensplanung, mit individuellen Sorgen und individuellen Nöten. Vorgesetzte müssen wieder in die Lage versetzt werden, mit dem ihnen anvertrauten Personal ins Gespräch zu kommen und all diese Herausforderungen zu lösen, Kolleginnen und Kollegen. Es ist auch gut, dass jetzt ein Handgeld von 25.000 Euro im Jahr für Kommandeure eingeführt werden soll. Damit können notwendige Beschaffungen im kleineren Umfang sehr unkompliziert vor Ort getätigt werden. Wir stärken damit die Position und auch die Handlungsfreiheit der Kommandeure vor Ort. Das ist ein kleiner Anfang, aber ein wichtiges Signal. Es wird begrüßt, in der Bundeswehr Verantwortung zu übernehmen, und das ist auch gut so. Meine Damen und Herren, nach 25 Jahren der Einsparung haben wir die Bundeswehr auf eine stabile finanzielle Basis gestellt. Darauf bauen wir nun weiter auf und investieren. Nicht um irgendwelche Quoten zu erfüllen, sondern um Probleme zu lösen. Und liebe Frau Kramp-Karrenbauer, wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, speziell wo gespart werden kann. Ihre Vorgängerin hat sehr viel teure externe Beratung ins Ministerium geholt. Wir als SPD glauben, dass es besser wäre, hoheitliche Aufgaben selbst zu erledigen. Bauen Sie doch auf die zivilen Strukturen, die es gibt. Dort sitzen fantastische Kolleginnen und Kollegen, die echt was drauf haben. Denen kann man vertrauen und die sollten künftig eher gestärkt als geschwächt werden, Frau Ministerin. Und vielleicht noch einen kleinen Ratschlag. Bevor Sie künftig auf die Big Four zugreifen, beziehen Sie doch mal die Big Two in Hamburg und in München mehr ein. Die beiden Universitäten der Bundeswehr sind ausgezeichnet aufgestellt und liefern sicherlich gern Expertise zu allen Fachfragen.
Ein wissenschaftlicher Beirat stünde, so meine ich, jeder Ministerin und jedem Minister, gerade im Verteidigungsministerium, sehr, sehr gut zu Gesicht. Kolleginnen und Kollegen, ist mit dem Erreichten alles perfekt? Nein. Sind damit für immer alle Probleme gelöst? Auch nicht. Ist es besser als vorher? Ja, ausdrücklich. Das ist es, worum es hier auch geht. Wir sehen Probleme, wir finden Lösungen und wir setzen diese um. Unser irischer Poet hat einmal beklagt, dass die Menschen vor allem den Preis, aber von nichts den Wert kennen würden. Meine Damen und Herren, wir, die wir über den Bundeshaushalt beraten, sind in der privilegierten Position, beides zu kennen. Lassen Sie uns entsprechend handeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner in der Debatte ist für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Dr. Reinhard Brandl. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! In einer Welt voller Fleischfresser haben es die Vegetarier sehr schwer. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern von Ihrem geschätzten Kollegen Sigmar Gabriel. Er hat ihn als Außenminister mal gesagt in einem Interview und er hat damit die Welt beschrieben, wie sie wirklich ist. Nämlich ein Ort, an dem staatliche und nicht staatliche Akteure mit harten Bandagen ihre Interessen durchsetzen. Und ich darf einen anderen Zitat hinzufügen von Donald Trump. Die Welt ist keine Gemeinschaft, sondern sie ist eine Arena. Und er führt dann weiter aus, dass dies für ihn die elementare Natur internationaler Beziehungen sei und er dies auch befürworte. Das mag uns jetzt gefallen oder nicht. Mir gefällt es nicht. Das ist nicht unser Verständnis von Außenpolitik, ist die geprägt ist von internationaler Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Wir setzen uns ein für Frieden und Sicherheit in der Welt. Wir engagieren uns für Demokratie, Menschenrechte, Freiheit. Aber wir müssen auch feststellen, dass es in dieser Welt andere Akteure gibt, die ihre Interessen mit anderen Mitteln durchsetzen und für die wir in einer Arena Gegner sind und die keine Rücksicht nehmen auf deutsche oder europäische Schwächen. Und meine Damen und Herren, ich sage das deswegen am Beginn der Haushaltsverhandlungen für den Verteidigungshaushalt. Denn wenn ich jetzt nachher dann mehr Geld für die Bundeswehr fordere, dann fordere ich das nicht aus einem Selbstzweck heraus oder aus einem Militarismus, sondern in dem Bewusstsein, dass wir in einer unsicheren Welt leben und dass wir in Europa, in Deutschland und in der NATO in der Lage sein müssen, unsere Art in Freiheit und Sicherheit zu leben, im Ernstfall auch zu verteidigen. Und wir sind Gott sei Dank nicht mehr herausgefordert an unseren eigenen Grenzen. Die Zeit des Kalten Krieges ist vorbei. Wir sind aber herausgefordert an den Außengrenzen von der EU und NATO im Süden und im Osten. Und wir sind herausgefordert an weit entfernten Regionen in der Welt. Die Ministerin hat vorher das Beispiel dem Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak angesprochen. Und natürlich, wenn es dem IS gelingt, sich dort neu zu organisieren, ist es eine Bedrohung für unsere Sicherheit in Deutschland. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir das Mandat zur Bekämpfung des IS in den nächsten Wochen auch hier weiter beschließen werden. Aber meine Damen und Herren, wenn ich jetzt denn die Situation dort ansehe, welchen Beitrag wir leisten, dann sind es hauptsächlich Tornados, Flugzeuge, die jeden Tag im Einsatz sind, übrigens mit einer überragenden Einsatzbereitschaft. Sie können fast alle Aufträge, die sie bekommen, erfüllen. Die machen Fotos und Videos und beobachten, klären auf, wie der IS seine Waffen und sein Gerät verschiebt. Diese Tornados, das ist Material aus den 80er Jahren. Und wir haben die Situation, dass sie in spätestens 10 Jahren nicht mehr fliegen werden. Die Masse wird wahrscheinlich schon in 6 oder in 7 Jahren am Boden sein, aufgrund dessen, dass die Ersatzteilversorgung dann nicht mehr gewährleistet ist. Und die Ministerin hat vorher angesprochen, dass die Nachfolge der Tornados noch nicht im Haushalt verankert ist. Und genau das ist ein Beispiel dafür, welche Probleme auch wir mit dem Haushalt im Moment haben. Für das Jahr 2020 ist der Haushalt einigermaßen auskömmlich finanziert.
Es fehlt ihm aber die Perspektive in der mittelfristigen Finanzplanung, die zum Beispiel es ermöglicht, so eine Nachfolge wie für die Tornados zu regeln. Ich bin seit 2009 im Deutschen Bundestag. Seitdem reden wir über diese Nachfolge für den Tornados. Und es wird jedes Jahr verschoben und immer mit der Aussage, dieses Jahr ist kein Geld da, wir probieren es im nächsten Jahr. Und meine Damen und Herren, das ist das Problem. Und das ist natürlich eine Summe. Wir haben ungefähr 90 Tornados im Moment. Wir brauchen wahrscheinlich 80 neue Flugzeuge. Jetzt rechnen wir mal 150 Millionen Euro pro Stück. Das ist eigentlich unabhängig vom Hersteller. Dann sind es ungefähr 12 Milliarden Euro. Das heißt, über 10 Jahre müsste der Verteidigungshaushalt über 1,2 Milliarden Euro etwa steigen. Das tut er aber nicht, weil es uns nicht gelingt, mit dem Finanzministerium in der mittelfristigen Finanzplanung das zu verankern. Und da müssen wir dringend ran, um auch die Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr zu erhalten. Herr Brandl, meine Damen und Herren, Sie natürlich, Frau Strack-Zimmermann, ich kläre gerne auf. Herr Kollege, Sie locken mich, aber Sie sind ja Teil der Bundesregierung als Mitglied der CDU-Bundestagsfraktion. Also ich bin Teil des Parlaments. Teil des Parlamentes. Ich glaube, wir sind hier im Deutschen Bundestag. Und sagen Sie mir es, wenn ich woanders bin. Sie sprechen gerade davon, was seit 2009 ist. Vielleicht beantworten Sie mir die Frage, wer seit 2009 das Verteidigungsministerium führt. Vielleicht, um es einzuordnen, dass Sie gerade Ihre eigenen Verteidigungsminister anklagen. Frau Strack-Zimmermann, seit 2009 haben wir verschiedene Regierungskonstellationen gehabt. Die erste Konstellation war übrigens mit der FDP. Die haben wir 2009 regiert. Und nichtsdestotrotz, ja, aber es stimmt natürlich, dass wir in dieser Zeit es nicht geschafft haben, die Bundeswehr auf den Stand zu bringen, wie wir sie ihn bräuchten. Aber nichtsdestotrotz können wir uns doch jetzt nicht zurücklehnen und sagen, wir haben es jetzt in der Vergangenheit nicht in dem Maße geschafft. Wir probieren es für die Zukunft nicht mehr. Das wäre doch falsch. Und es ist auch etwas passiert. Schauen Sie den Verteidigungshaushalt 2014 an. Da waren wir bei 33 Milliarden Euro. Wir sind heute bei 45 Milliarden Euro. Da ist richtig was passiert in dieser Zeit. Aber ich begründe jetzt auch deshalb, und ich begründe jetzt, warum das Geld immer noch nicht reicht. Weil auch das wird uns ja manchmal vorgeworfen. Ihr habt erhöht, aber warum braucht ihr denn immer noch mehr Geld? Ja, wir brauchen mehr Geld, weil wir den Investitionsstau, den die Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten angeschafft hat, weil wir diesen Investitionsstau endlich auflösen wollen. Viel Material, das angeschafft worden ist, in den 70er, 80er Jahren angeschafft worden, zu Zeiten des Kalten Krieges. Das läuft jetzt alles aus der Nutzung raus. Und das müssen wir jetzt nach und nach ersetzen. Und dafür brauchen wir mehr Geld. Und ich habe versucht, das mit dem Beispiel Tornado klarzumachen, warum wir dieses, also die Frage ist noch, beantworte noch. Sonst läuft mir Redezeit weiter. Ich habe mit dem Beispiel Tornado versucht, mal klarzumachen, wie teuer manche Rüstungsinvestitionen sind und wie notwendig manche Rüstungsinvestitionen sind. Und das war mein Wunsch und ich hoffe, Sie haben es jetzt verstanden und jetzt dürfen Sie sich setzen. Herzlichen Dank für die Frage. Meine Damen und Herren, aber bei dem Thema Tornado geht es ja um eine bestehende Fähigkeit, die wir ausbauen und modernisieren möchten. Wir haben aber auch neue Herausforderungen für die Sicherheit unserer Bürger, die wir begegnen müssen. Und ich will ganz kurz noch drei Stichworte nennen. Erstes Stichwort Cyber. Wir erleben jeden Tag, dass es Angriffe auf kritische Infrastrukturen mittels Cybermethoden gibt. Wir haben das Glück, dass die Angriffe bisher noch auf einem Niveau sind, dass die Betreiber der kritischen Infrastrukturen sie weitgehend selber abwehren können. Aber wir müssen uns auch in dem Bereich massiv verstärken. Zweites Beispiel, Weltraum. Jeder von uns nutzt jeden Tag bewusst oder unbewusst Satellitenverbindungen, sei es übers Handy, sei es übers Navi, sei es übers Fernsehen. Unsere Wirtschaft ist abhängig von einer funktionierenden Satelliteninfrastruktur. Die Dinger schwirren ungeschützt, weitgehend ungeschützt im All rum. Da haben wir noch keine Antwort. Und der Kollege Lindner hat vorher das Thema Raketenabwehr angesprochen.
Wir haben eine weltweite Zunahme der Verbreitung von modernen Langstreckenraketen. Die sind zum Teil bei Ländern, die nicht uns wohlgesonnen sind. Und auch da müssen wir eine wirkungsvolle Antwort darauf finden. Und meine Damen und Herren, allen diesen dreien Bereichen ist gemeinsam, dass die Bedrohung schneller wächst als die Verteidigungskapazitäten der Bundeswehr. Und ich habe vorher von einer Arena gesprochen. Und in einer Arena muss man damit rechnen, dass Schwächen, die man hat, auch mal ausgenutzt werden. Und meine Damen und Herren, wir können nicht damit rechnen, dass diese Arena sich in den nächsten Jahren zu einer Komfortzone entwickeln wird. Und ich hätte für die Haushaltsverhandlungen, die jetzt anstehen, eigentlich nur eine Bitte. Reden wir über Fähigkeiten der Bundeswehr. Reden wir über das, was die Bundeswehr braucht an Ausrüstung, an Material, um ihren Auftrag zu erfüllen. Das muss die Grundlage sein. Und nicht die Frage, wie viel Prozent BIP hin oder her. Das ist nebensächlich. Unsere Aufgabe ist, die Bundeswehr für ihren Auftrag, den sie hier im Parlament bekommt, entsprechend auszurüsten. Und dafür arbeiten wir. Und ich bitte um eine gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Reinhard Brandl war das für die Unionsfraktion. Er hatte hier das letzte Wort zu diesem Einzelplan, dem für Verteidigung.